Blub, blub, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pillars of Eternity. Ja, ich habe die Falle entschärft, normalerweise bin ich dabei voll reingelaufen, aber der Bolzen hier, dieser Kettenblitz, ist einfach hier runtergeflogen, also harmlos. Und ja, ist halt so. Hier kommt sicher noch eine Falle, ne? Ja. Und der tötet leider instant. Oh Mann, jetzt lasse ich's, aber ist mir so egal. Ich lasse es jetzt. Nein, Eder. Hau weg. Hey. Ach, natürlich, er wird niedergeschlagen, aber sie nicht. Oder wer auch immer das ist. Durance wird auch noch ohne Heilung auskommen. Knapp. Oh, der hält ganz schön was aus, ne? Eder, komm, hau nochmal um. Während sie. Tötet den doch schon endlich. Ist ja schlimm. Aber cool, dass der nicht sterben kann, der Tierbegleiter, der Gefährte. What? Hey, Mensch, Durance. Ah, den können wir noch nicht heilen. Das lassen wir auch erstmal. Okay. Nehmen wir alles mit, seinen ganzen Krams. Den ganzen Krams können wir auch hier weghauen erstmal. Brauchen wir eh nicht, als Quatsch. Aber er wird viel Geld auf uns noch einbringen. Hallo? Sehr viel Geld, Leute. Oh my goodness. Hey. So. Sharp eyes and keen ears. Ja. Ich merke ja, was es bringt hier mit euren Fallen. Warum regeneriert er sich nicht weiter? Wahrscheinlich, weil er sehr angeschlagen ist. Oh, damn. What have we here? Nein, nein, nein. Wieso kann ich ihn nicht entschärfen, Mann? Okay, wer hat mehr als ich? Mechanik 6. Keine Mechanik. Keine Mechanik. Bisschen Mechanik. 3. Gar keine Mechanik. 6 ist das Höchste, was wir haben. Das Höchste der Gefühle. Das ist unglaublich. So unglaublich, dieser Mist, ne? Ich werde jetzt schon wieder rasten müssen gleich. Guck doch mal, wie wir down gehen durch den Mist. Nur diese Scheißfall, die wir nicht entschärfen können, weil wir einfach zu scheiße sind. Ich bin wahrscheinlich noch viel zu früh hier. Hey. Aber das ist mir mal gerade egal. Hier ist natürlich wieder so eine. Oh Gott, ne, hier ist eine ganze Menge von den Futzels. Okay, du gehst dahin. Ach, weißt du was? Komm, alle drauf. Alter, was war das denn? Wieso kriegt ausgerechnet er so viel rein? Drauf. Okay, mein Watcher-Mäusel. Nehmt die mal so ein bisschen. Und du kannst die Truller mal umhauen. Bitte. Durance macht seinen Zauber. Durance wird direkt noch einen Zauber machen, nämlich auf sich. Das tut weh. Hoffe ich zumindest. So, und der Kultist hier kann auch nochmal getroffen werden von so einem Sheet. Wenn die sich dort dran vergnügen. Oh, jetzt kommt da oben noch so ein Fanatiker, ne? Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, wir müssen eh rasten. Nimm deinen Schmelztiegel und du sorgst hier für ein bisschen mehr Ausdauer. Und du haust die einfach mal alle weg. Wie wäre das? So, sie holt sich ein bisschen Ausdauer und könnte noch mal eigentlich so um sich hauen, oder? Ja. Jeder haut ihn mal um. Yes. Ist ja schlimm, den Senkel da mit seinem schönen Mist. Okay, du heilst bitte nochmal. Wir müssen eh rasten, das ist egal. So, und jetzt alle drauf auf den Senkel. Kannst du noch was? Ja, du kannst das mal. Oh mein Gott, das war jetzt aber auch Zeit, ey. Puh.
Ja, jetzt müssen wir rasten, Leute. Es bleibt uns keine Wahl mehr. Das ist einfach zu viel. Obwohl, vielleicht halten wir es noch so ein bisschen aus. So ein klein bisschen. Ich weiß nicht, wie groß das hier... Oh Gott, ist das riesig! Ich glaube, wir müssen nochmal ganz zurück, Leute. Hier müssen wir später nochmal auftauchen. Auf diesen hölzernen Bildnis wurden Schädel festgezurrt. Alright then. Super. I shall be discreet. Weil er regeneriert sich gar nicht mehr ordentlich. Ja, das ist jetzt die Schwelle, die maximale Schwelle an Ausdauer, die er noch haben kann mit der... Weißblatt, dankeschön. Hm? Mit der Beschädigung, die er hat. Ich halte das nicht aus mit nur einem Campinggezeug, ne? Nochmal ein Tempelwachposten. Das sind zwei natürlich wieder. Ja, drauf. Durance ist wirklich tot, oder? Ich glaube, Durance ist wirklich tot. Nee, das hat keinen Sinn, Leute. Wir müssen rasten dafür. Das ist sonst Quatsch. Das ist unglaublich einfach. Unglaublich, Leute. Boah, sind die heftig. Ich werde jetzt nochmal rasten, werde mich so weit vorkämpfen, wie es geht und dann abhauen, weil... Das geht nicht, Leute. Ich raste jetzt nochmal und mal gucken, wie weit wir kommen. Aber sicher nicht so sehr weit. Und ich werde dann wieder zurückgehen zur Festung. Oder beziehungsweise irgendwohin, wo wir Campingvorräte bekommen, weil... Oh mein Gott. Hey. Ich soll hier noch nicht sein, ich weiß das. Aber das ist mir egal. Ich will hier trotzdem weitermachen. Das gehört so. Ich kann jetzt nicht einfach abbrechen. Ich breche ab, wenn ich keine Campingvorräte mehr habe. Das sei euch versprochen. Ich hätte gerne... eine ordentliche Formationsbildung. Dankeschön. Natürlich ist da wieder ein Zwerg rum. Fanatiker. Hauen weg. Sehr gut. Oh Mann, wie die mich direkt da treffen, ne? Dort, wo es weh tut. So, du das. Du... lähmen. Du umwerfen und er tot. Super, geil. Schaut doch mal, das war jetzt... ein Pfeil wieder, ey. Das ist doch nicht wahr. Wie soll das denn bitte funktionieren, ey? Okay. Du... ne, knockst du richtig schön aus. Schön markiert. Mein Gott, wie der Typ einfach nicht stirbt, dieser Fanatiker, ne? Wie Durance jetzt auch noch tot ist. Ey, diese scheiß Bogenschützen. In jedem Spiel sind Bogenschützen einfach so overpowered. Das ist unglaublich. Ey, jetzt kill die Sau. Wunderbar. Dankeschön. Ne, wir hauen jetzt ab, Leute. Das hat keinen Sinn hier. Alter, ey. Schaut euch das an. Hier geht's noch so viel weiter, dieser Tempel. Oh mein Gott, der wird nur so groß. Hier ist diese... oh, hier ist die Haupthalle. Das würde ich eigentlich gerne sehen, ne? Ich will wissen, was das hier für ein Tempel ist. Naja, komm, wir versuchen es noch ein bisschen. Ein bisschen. Nur ein Stückchen, komm. Aber lang geht's nicht mehr. Ich werde jetzt auch fette Zauber raushauen, weil... das kann. Okay. Ja, den dürfte mir noch nichts können. Wir müssen uns nur ganz weit hier unten aufhalten, dann sieht er uns auch noch nicht. Nee, das wären gleich zu viele, glaube ich. Mhm. Leute, ich glaube, das wären viel zu viele. Was für Standsbrecher? Verstandbrecher, was zur Hölle? Okay. Du gehst mal bitte dahin. Ja? So, so können wir nämlich bleiben. Und dann würde ich nämlich einfach sagen... I'm here. Irgendjemand schießt einen von denen an und lassen sie kommen. Denn hier sind wir auch gut gesichert eigentlich gegen die. Wenn sie denn kommen.
Na komm. Hä? Hauen die jetzt einfach alle ab, oder wie? Ihr müsst doch patrouillieren, Leute. Ich habe extra doppelte Geschwindigkeit genommen, aber irgendwie bringt's nichts. Wo sind die denn hin? Hm? Ich will nicht mit denen auf weiter Flur, weil dann können die auch hinter mich kommen. Das ist voll blöd. Ja, hier ist nämlich schon wieder so ein dreckiger Bogenschütze, ne? Leave it to me! Ja, und hier auch noch ein Kultist. Und da geht Melvin schon down. So ziemlich. Außer sie wird jetzt schnell noch geheilt. Lava will be on seek. Warum Durant auch immer so weit vorlaufen muss, ne? Das ist unglaublich. So, du... Hau den Kultist weg. Ich glaube kaum, dass das hier funktioniert. Warte mal, können wir? Ja, können wir. Würdest du es bitte machen? Dankeschön. Damn it. Durant, los! Heilen! Sehr gut, dankeschön. Und jetzt, wo sind die? Da, töten. Töten, 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 töten. Alle kaputt hauen. Wie der eine Schusswaffe hat, der Penner. Wie der einfach mal eine Schusswaffe hat. Okay, und du... Wie wär's mit sowas? So, schön. Okay, die haben wir sogar noch platt bekommen, wie auch immer das funktioniert hat. Aber ich habe ja gesagt, ich werde nicht mit Zaubern sparen. Es ging einfach alles kaputt. So, was ist das? Gute Donnerbüchse. Ja, herzlichen Glückwunsch. 6 bis 9 Stich, das hat aber mehr gemacht. Hat aber SR reduziert. Vielleicht hat er mich schon mal getroffen und wir hatten deswegen weniger SR. Das kann ja sein. Ja, und hier wären wir auch so reingekommen, einfach wenn wir die Fähigkeiten dafür hätten. Ja, 7 Mechanik. Ich habe leider nur 6 Mechanik. Ist voll blöd. Ich bin hier echt noch zu früh, Leute. Was zur Hölle ist das denn hier? 2 Pfosten, von denen gerissene Seile in den finsteren Abgrund einer großen Höhle baumeln, stehen im Mauerwerk. Auf der anderen Seite gibt es eine leichte Öffnung, wo früher vielleicht eine Brücke gewesen ist. Gegen untersuchen. Die Finsternis unter dir erstreckt sich, soweit das Auge reicht. Im Abgrund liegen zerbrochene Steinsäulen, Überreste der fehlenden Brücke. Auf der anderen Seite der Kluft siehst du eine Tunnelöffnung. Aus den Steinen auf beiden Seiten der Schlucht tragen Holzbalken heraus, die trotz ihres Alters robust genug für den Einsatz von Enterhaken und Seil aussehen. 2 Pfosten, von denen gerissene Seile... Ja, das kennen wir. Ja, nehmen wir mal Enterhaken. Du zielst auf den Balken auf der gegenüberliegenden Seite der Schlucht und wirfst deinen Enterhaken dann über die Kluft. Er verhakt sich mit einem der Balken und als du anziehst, gräbt er sich in das Holz hinein. Du prüfst, ob er sicher sitzt, indem du das Seil mehrmals festziehst. Das lose Seilende bindest du an einen der Balken neben dir. Der Weg endet an einem Abgrund, der auf der anderen Seite der Schlucht liegen die Überreste einer Brücke. Achso, ja, auf der anderen Seite, okay. Der Seil erstreckt sich über die Kluft. Auf dem Seil über die Schlucht gehen. Als du auf die andere Seite gehst, bleibt das Seil unter deinem Gewicht straff, aber jede deiner Bewegung lässt es vibrieren. Das Echo des Stöhns und Knarzens der Holzbalken hallt im Abgrund wieder. Du gehst langsam gleichmäßig voran. Das Echo des Abklingen eines schwerfälligen Atmens erklingt über die Schlucht. Hierafias wird müde, Athletik 3. Du erreichst die andere Seite sicher, aber erschöpft. Okay, ob das so klug war, frage ich mich. I doubt that. Und die sind wieder Tempelfreunde. Oh, tolle Wurst. Oh, scheiße, Leute. Das war vielleicht sehr, sehr dumm. Ich mache mal einen extra Speicherstand auf. Nur dafür. Gott, oh Gott. I'll take a look. Okay, hier ist nur einer. Nur ein Wachposten. Nee, hier sind mehrere, natürlich. Und dann wieder die... Es sind wieder diese scheiß Bogenfutzels. Oh, noch eine ganze Menge anderer Futzels. Okay. So, mach die fertig.
Sehr gut, dankeschön. Das hat sie beide erwischt. Warum immer mein Tank nie erwischt wird, ne? Aber der Rest schon. Ja, jetzt auf einmal. Ja, jetzt machen sie nämlich auch Zauberfest. Wie ekelhaft. Okay, Feuerball rein. Mach mit ihnen ein Ende. Ich muss genau alle treffen. Oh, geil. Ich kann sogar alle treffen. Wie geil. Wie geil ist das denn? Jetzt machst du es vor. Und machst deinen Zauber. Und du... Ja, komm. Haust da drauf. Okay, ja, wir können die Blitze wieder versuchen. Wir können aber auch das versuchen. Warum nicht? Ach, die Fanatiker können natürlich weiterkämpfen, ne, wenn sie down sind. Das ist voll toll. Okay, I don't know, was soll ich machen? Hier, Korrosionsschaden ins Gesicht. Während du rennst, Oh, das ist so gut! Die ikonische Projektion, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Nehmen wir lieber das göttliche Mal. Aua. Das hat wehgetan. Würdest du bitte nochmal jemanden lähmen? Dankeschön. Scheiß Tempelfanatiker, wieso lebt er noch? Okay, ich will die Typen... Lava. Okay. Wir sind nicht gut dabei, Leute. Es geht richtig, richtig mies aus. Sorry, dass ich so wenig sage, aber ich bin voll konzentriert gerade. Aber ohne Ende. Ja, und da geht er down. Gott, wieso greift der Typ mich an? Frage ist, kann ich ihn irgendwie niederwerfen oder so, oder kaputt machen irgendwie? Ich glaube, diesmal ist er wirklich tot. Diese scheiß Kultisten! Nee, Leute, das hat keinen Sinn so. Ich gehe wieder zurück. Ich versuche nochmal zurückzugehen mit dem... mit einem Enterhaken und dann gehe ich hier raus. Das hat so keinen Sinn. Okay, Leute, es tut mir leid. Das schaffe ich mal noch nicht. Da müssen wir ins nächste Level hin. Level 6. Denn dafür scheint es auch mehr ausgelegt zu sein. Ja, das war dumm. Nee. Die will ich nicht nochmal besiegen müssen. Spielladen. Ja, das hier war es, ne? Ich glaube schon. Nee, denn die Typen da will ich nicht nochmal besiegen müssen. Nö. Das hat mich zu viel gekostet. Aber wir haben sehr viel Geld gemacht damit. Wir haben unendlich viele Rüstungen gefunden, die wir jetzt verkaufen können. Was zur Hölle? Ich habe doch nochmal extra gespeichert, Leute. Was soll denn das? Hier habe ich gespeichert. Okay, sorry. So viel Ladescreens, Manu. Ja, wir gehen jetzt zurück und müssen uns wieder auffüllen mit ein bisschen Zeug. Also mit ein bisschen... Hey. Ja, auf dem Seil über die Schlucht. Ja, tschüss. Dankeschön. Hey. Da können wir auch anscheinend auch weiter lang gehen, ist okay. Wir hauen jetzt einfach hier ab, und zwar mit Pauken und Trompeten, ist mir egal. Lauft, Leute, lauft. Ja, hier in den Saal kommen wir anscheinend dann nur von der Seite. Ansonsten hätten wir hier direkt einbrechen können, da hätten wir das wahrscheinlich schon gemacht, was man hier machen soll. Wahrscheinlich Ayla befreit, oder sie ist ja wahrscheinlich Blutopfer geworden oder sonst was. Die Arme. Naja. Mal schauen. Das schauen wir uns alles noch ein andermal an, Leute. Ich muss mich jetzt leider zurückziehen. Wir haben keine Lagermöglichkeiten mehr und so. Es ist nicht gut. Ich würde die Karte auch noch gerne erforschen, aber schaut es euch an. Da ist noch viel zu viel, was zu erforschen ist.
Auch wenn das die Klippen da sind, aber naja, egal. Wir rennen hier runter und hauen so schnell, es geht nur ab. Okay, das Gute ist, dann dürfte auch die Festung fertig sein, wieder mal. Okay, hier könnten wir auch rasten, glaube ich. Ja, könnten wir, aber da müssten wir halt verzahlen und das will ich nicht, deswegen gehen wir direkt nach Goldtal. Denn sie gibt uns einen Rabatt und das ist mir die Tage wert. 2 Tage und bla, jo, ist okay, jo, läuft. So, damit dürfte die Festung jetzt wieder fertig sein. Wir können sie weiter ausbauen. Oh oh, in 6 Tagen angreifen. Das ist schlecht. Gott, wie er fertig ist. Eine kritische Müdigkeit, oh Gott. Es wird was angreifen. Eine kleine Gruppe Trolle und Modder hat einen Weg aus Ort Nur gefunden und wird bald in der großen Halle sein. Okay. Das ist nicht gut. Wir müssen also beschützen vor dem, was drinnen ist. Das ist natürlich schlecht. Im Burghof werden verschiedene Bedarfsgüter gelagert, um die Festung autark zu halten. Es wäre besser, wenn möglich, die Anlagen noch weiter auszubauen. Ich bin eigentlich dafür, auch ein bisschen mehr Prestige noch zu bekommen. Kerker. Ich würde gerne Gefangene nehmen können, Leute. Wie sieht's damit aus? Ich weiß nicht warum, aber ist geil. Ist sicher geil. Übungsgelände, da brauchen wir jetzt den Burghof. Die Försterhütte haben wir. Die Waldlandpfade. Also sowohl ein Bonus auf Verfassung als auch auf Athletik, wenn wir. Oh, nice. Ja, die Feuerstelle. Ja, das sind mehr so kosmetische Sachen mit ein bisschen Prestige. Gibt sich irgendwas mit Prestige und Dings? Die Handwerkshalle. Mit Waffen für die Verteidigung. Durch den Ausbau der Handwerkshalle erhält so ein Gewandtheitsbonus, wenn der leuchtet. Oh, das ist nice. Ich weiß nicht, ich will gefangen nehmen können. Das wäre cool. Aber es bringt uns halt sonst nichts. Ne? Das ist halt schade. Ich will halt auch ein bisschen mehr Ausbau vorantreiben. Das ist so gemein. Nehmen wir die Türme. Ein Wahrnehmungsbonus. Ja, das ist cool. Wahrnehmungsbonus gefällt mir immer. Oder? Na, ich weiß es nicht, Leute. Es ist so viel Möglichkeiten, ne? So viel. Halle der Magieschmiede. Na, Mechanikfähigkeiten. Das hätte ich jetzt gebrauchen können, ne? Die Mechanikfertigkeiten. Kapelle, Entschlossenheitsbonus, Forum, Intelligenzbonus, Botanischer Garten, gibt Pflanzen. Brauchen wir also einen Burghof für? Nee. Nee, Leute, wir brauchen jetzt irgendwas Geileres. Wie wär's mit den Türmen? Ich will Gefangene. Nee, wir machen Gefangene. Wir können Gefangene nehmen, ist cool. So, ist cool. Hey. Wir werden jetzt noch rasten und dann gehen wir zur Leuchthöhle zurück. Zum Dings zurück und dann können wir dort halt weitermachen. Denn da steht ein Angriff bevor. Was nicht so angenehm ist eigentlich, aber hey. Dann können wir ja mal sehen, was das gibt. 4 Tage, 15 Stunden. Ich meine, wir sind gut gesichert. Kleine Gruppe Trolle und Modder. Wir haben ein paar Leute angeworben. Oh, das kostet jetzt mehr. Aha. Vielleicht sollten wir da noch ein paar Leute holen, ne? Wie wär's mit dem Söldner Gedankenstürmer? Und einem Rauertei Linienbrecher. Ich denke mal, das könnten wir noch dazu nehmen. So, und vielleicht noch ein Beraf Priester. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5. 50 pro Tag. Das ist eine Menge. Sind aber auch relativ safe. Also extrem safe sogar. Ich meine, schaut es euch an. 19 und 12. Nice. Wenn wir 120 pro Tag kriegen würden dadurch, durch diese 12, das wäre gut. Das wäre saugut. Aber ich glaube, wir müssen die irgendwie selber auf unseren Reisen beschaffen. Und das ist, hält nicht so lange eigentlich. Na gut. Holen wir uns erstmal die wohlverdiente Erholungspause und ja, ich mache dann auch eine Pause. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. How do you do? So, erstmal verkaufen schnell. Das mache ich jetzt noch. Ach so, das ist ein bisschen doof. Aber das nehmen wir noch mit rein. So. Ja, Kriegsbogen, so ein Sheet. Das ist blöd, was ich mache. Aber egal, ich gebe erstmal alles in die. Dings. Das ist gut. Alles. Das ist cool, dass das hier auch geht. Das mit Shift-Klick. Shift-Links-Klick. Das Buch müssen wir immer noch lesen, Leute. Mann.
Okay, und jetzt mal gucken, was wir verkaufen können. Ja, den ganzen einfachen Schieß können wir einfach loswerden. Das ohne zu gucken, einfach weg. Braucht eh keiner. So, die Arbaleste behalten wir aber noch. Dann können wir so ein Schild wegtun, alles was doppelt ist. Das Stilett können wir wegtun. So, den Rest behalten wir noch. Man weiß nie, wenn man ein bisschen Geld braucht. Den Kram kann man wegtun. Die Kettenrüstung kann weg. Aber eine will ich behalten. Hier den ganzen einfachen Kram. Weg, weg, weg. Eine Brigandine reicht auch. Davon können wir was weghauen. Hier. Oh mein Gott, bringen die viel Kohle, ne? Krass. Ein guter Schuppenpanzer. Ein guter Schuppenpanzer. Habe ich den Kriegspanzer weggetan? Ne, den habe ich ihm gegeben. Und davon brauchen wir auch nur einen. Und hiervon brauchen wir eigentlich auch nur einen. So, so ist besser. So gefällt mir das. Ja, hier. Weg. Alles weg. Alles Quatsch. Ja, wunderbar. So läuft's doch. Und wir haben... What the fuck, 3000. Ja, dankeschön. Ich bezweifle, dass du so viel hast, Mädchen, aber ich nehm's gerne. Und dann gönnen wir uns auch mal was und werden hier rasten. In der Arbeitersrast. Ah, wunderschön. Im Gasthaus. Das wäre wahrscheinlich auch teurer sonst. Wahrscheinlich auf 100 oder so. Gut, Leute, und damit verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play. Oh, eigene Formation. F. Gut zu wissen. Da werde ich noch was machen draus. Bei Let's Play Pillars of Eternity. Bis dann, Leute. Tschüss.